Für dich jetzt im Angebot Profi-Kleckser. Wie der Name schon sagt, ist der Profi-Kleckser etwas für Profis oder zumindest Fortgeschrittene. Das Team, das schon den Kleckser erfolgreich gemacht hat, legte dieses Set Detektoren bei für noch mehr Präzision. Bei Feuertempo und Verbrauch habe ich schon Besseres gesehen, aber die Tintenwaffe jagt Gegnern einen Tintenschauer über den Rücken. Wolke natürlich. Wer sich auf Kleckser spezialisieren möchte, findet hier die nächste Stufe auf dem Weg zum Meister. Außerdem ist für dich jetzt verfügbar das Schmuckstück hier, Kalligraf. Die hohe Borstendichte bei Kalligrafen bedeutet auch ordentlich Tinte. Die Robobombe hilft dir in eher unübersichtlichen Bereichen, böse Überraschungen zu vermeiden und sicher vorzurücken. Die Entfernung zu weiter entfernten Gegnern überbrückst du dagegen elegant mit dem Tintendüsen oder mit dem Tintendüser. Ein komfortabel nutzbares Set. Außerdem ist für dich jetzt verfügbar dieses Schmuckstück hier, der N-Perry Kleckstoppler. N-Perry präsentiert die N-Perry Kleckstoppler. Die Curling-Bomben ärgern den Gegner beim Vorrücken schon auf Distanz. Ist die Distanz zum Gegner immer noch zu groß, schwing dich mit dem Tintendüser in die Lüfte. Meine Empfehlung für Spieler, die dank der Fähigkeit zu rollen noch flexibler sein wollen. Ich hatte die Gelegenheit, mir Waffen von einem gewissen Ort anzusehen. Das ist tatsächlich gelungen, sie nachzubauen. Ich wünsche viel Spaß. Ich glaube, du bist bereit für meine nächste Kreation, den Heldenroller-Replik. Der Heldenroller-Replik ist eine speziell entwickelte Waffe. Nach langer Erforschung gelang mir der Durchbruch und ich entwickelte eine Waffe, deren Design eines Helden würdig ist. Leider wird sie nicht in Produktion gehen, weil niemand außer mir meine hochkomplexen Baupläne versteht. Also habe ich selbst ein paar Extras in einen Roller gebastelt und fertig. Was für ein Design. Unbedingt ausprobieren. Ja, der Heldenroller, den habe ich freigeschaltet. Wir spielen jetzt mit dem Profi-Kleckser. Den Profi-Kleckser durften wir ja schon im letzten Part einmal anschauen, nämlich im Salmon Run Part. Aber ob das Ding auch zum Färben und nicht nur zum Salmonellenkillen reicht, das werden wir jetzt sehen. Schauen wir uns mal an, hier wieder im Korallenviertel. Irgendwie verfolgt uns diese Map ziemlich. Ich mag sie sehr gerne, aber irgendwie spiele ich mal, ist glaube ich sogar auch mit meiner Lieblingsmap vom neuen Splatoon, muss ich sagen. Aber wir spielen sie sehr, sehr häufig. Also jetzt auch im letzten Rangkampf-Part kamen die ja fast nur dran. Und erinnere ich mich noch gerade, der letzte Part war ja gar nicht Salmon Run, der letzte Part war ja Rangkampf. Im vorletzten Part durften wir das Ding also bestaunen. Und der Medusa-Kleckser-Roller, der war im ersten Part so stark wegen dem Tintentitan. Den gibt es jetzt hier nicht mehr. Dementsprechend mal gucken, was der jetzt noch so kann. Oh, der hat diese Explosionskugel. Zum Glück hat er sie nicht gezündet, ansonsten wären wir nämlich gestorben. Also wir haben eine höhere Reichweite, das muss ich mir eigentlich zunutze machen. Immerhin mitgenommen. Aber drei Leute in unserem Team sind gestorben. Trotzdem konnte der Gegner dann nicht so viel Profit rausschöpfen, denn die sind immer noch in Gefahr. War doch einen markiert. Okay, der spielt gut. Also entweder spiele ich richtig scheiße, der spielt gut. Also der Medusa-Klecks-Roller-Typ, der weiß, wie man mit dem Roller umgeht. Wesentlich besser, als ich jemals im Roller gespielt habe. Der einen Szene schon allein. Wenn man gut genug zum Zielen ist... Alter! Alter, ich hasse Swapper! Ich hasse Swapper so krass, gegen die komme ich einfach nicht an! Ich komme gegen Swapper einfach nicht an. Oh, ich kann mit Swapper selber so gar nicht umgehen, aber ich persönlich komme gegen Swapper halt wirklich nicht an. Ich bin übrigens auch ziemlich frustriert in diesen Part reingegangen, deswegen verzeiht mir, falls ich jetzt etwas wütender sein sollte. Ich habe nämlich eben so ziemlich das schlimmste Rangkampfteam gehabt, was man so haben kann. Wir haben Turmkommando noch gespielt. Und in dem schönen Turmkommando hat es mein Team tatsächlich geschafft, nicht zu kapieren, dass man auf den scheiß Turm rauf muss. Sie haben es einfach nicht kapiert, dass man auf diesen Wichsturm rauf muss. Es tut mir leid. Ich habe 35 Kills gemacht.
Ich habe 35 Kills gemacht. Ich habe das komplette Gegnerteam über eine Minute lang komplett ausgeschaltet, dauerhaft nur an deren Spawn festgekesselt, bis ich mich nach einer Minute umdrehe und sehe, dass mein komplettes Team, drei Leute um den Turm drumherum stehen, der immer noch in der Mitte steht und den von allen Seiten befärben. Wo ich mir so denke, was zum Teufel? Die haben nicht kapiert, dass man auf den Turm draufklettern muss. Also musste ich den ganzen Weg vom Gegnerspawn zurücklaufen, um dann auf den Turm zu klettern, damit der Turm überhaupt losfährt. Und dann waren die Gegner natürlich auch wieder bereit, weil die mussten denselben Weg laufen wie ich und konnten mich da oben runtersnipen, weil mein Team nicht kapiert hat, dass man darauf muss. Und ich hatte ja keine Bewegungsfreiheit. Und dann haben die das Ding gewonnen. Also man merkt sicherlich gar nicht, wieso ich etwas genervt bin. Mein Gott, das war wirklich so, das war so eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich bis jetzt in irgendeinem Multiplayer-Spiel hatte. Da carryst du schon das komplette Team. Der Beste aus dem Gegnerteam hatte übrigens 4 Kills. Und der Beste aus unserem Team nach mir hatte einen Kill. Und ich hatte 35. Und wir haben trotzdem verloren. Das war eine lustige Erfahrung. Jetzt habe ich keine Tinte mehr, ey. Oh, Frust. Manchmal verstehe ich das mit dem Tintenverbrauch auch nicht so ganz. Ich meine, der Typ mit dem Roller macht eine extrem tintenintensive Attacke. Und das 4-mal. Und hat noch Tinte. Und ich schieße einfach nur und habe keine Tinte mehr. Ja, schön gekämpft um die Ecke. Meine Fresse, diese Medusa-Klecks-Roller-Typen haben im ersten Teil schon genervt und fangen jetzt schon wieder an zu nerven. Ja. Sehr gut. Und weiter färben. Oh, ich hasse Roller. Ich komme gegen Roller einfach nicht klar. Das ist genauso wie im Teil 1. Ich kann selber mit Roller nicht spielen, aber ich kann auch nicht gegen Roller spielen, weil die mich einfach total platt machen. Jedes Mal. Ich sehe bei Gegnern immer, wie einfach die mich killen mit dem Ding und versuche es dann selber und schaff's einfach nicht. Ich wollte schon sagen, ey. Ja, ich sollte mit Profi-Kleckser, ich bin das nicht gewohnt, mit einer Kleckswaffe auf Distanz zu bleiben. Das ist, glaube ich, auch mein Fehler, dass ich auch bei den Rollern voll im Nahkampf gehe, deswegen können die mich auch so leicht killen. Ich sollte eher auf Distanz bleiben. Dann klappt's auch. Ich habe die Wolke übrigens voll in die falsche Richtung gezündet, weil ich irgendwie gerade gefühlt noch im Rangkampf war, wo ich ja mit der Heldenwaffe gespielt habe. Und das heißt, ich hätte jetzt gedacht, wir haben diese Heldenexplosionsdingens. So, wo ist der Roller hin? Da ist der Roller hin. Die noch mitgenommen und damit sollten wir das Ding gewonnen haben, wenn wir kurz vor Schluss nochmal 4 Gegner abgeräumt haben. Der Gegner ist noch in Gefahr, das werden die in 7 Sekunden nicht drehen können. Wow, leck mich fett am Arsch, der Typ, ich hasse Roller! Schafft er es tatsächlich, mich kurz vor dem Spielende nochmal so abzufacken, dass der mich extra nochmal in der Millisekunde, der Spiel endet, nochmal tötet. Oh, ich bin genervt, Spiel. Jetzt tu mir nicht sowas noch an. Oder Gegner, Idiot, Vollidiotentyp, Mann. 12 Kills habe ich immerhin. Das in dem Spielmodus, wo es nicht um Kills geht, ja? Also immerhin. Okay, mal sehen, Igelrockbühne. Ich bin vielleicht noch ein bisschen zu sehr im Revierkampf, im Rangkampf. Modus, dass ich zu sehr auf Kills gehe. Aber die Waffe wurde jetzt ja bereits im Menü gesagt, ist halt nicht unbedingt dafür da, zu färben.
Und Gegner zu killen bringt uns vielleicht nicht viele Punkte in diesem Modus, was ich immer noch ein bisschen doof finde. Da ich finde, einen Gegner zu killen sollte zumindest irgendwie, keine Ahnung, 25 Punkte oder so bringen. Weil es ja doch durchaus dem Team genauso hilft, wie zu färben. Denn dadurch schaltet man einen Gegner aus, der eben nicht mehr färben kann. Weil dieses klein bisschen, was man färbt, was hier explodiert, das sind die einzigen Punkte, die man durch einen Gegnerkill bekommt. Und das sind einfach viel zu wenig, meiner Meinung nach. Also, ein Kill sollte schon in irgendeiner Form von Punktzahl oder Erfahrungspunkte belohnt werden. Halt weniger als färben, klar, denn es geht ums Färben. Aber halt schon etwas. Und irgendwie werde ich... Also, der Standard-Kleckser scheint ziemlich krass zu sein in diesem Spiel. Denn auch schon im Rangkampf sehr, sehr viele Level 20er benutzen den Standard-Kleckser. Das war im ersten Teil nicht so. Da hat ihn fast keiner mehr gespielt, nachdem man andere Waffen hatte. Und was war jetzt hier das verdammte Problem? Okay, die Gallen kenne ich nicht. Die haben auch relativ viel im Rangkampf benutzt. Da sind auch relativ viele mit abgegangen. Ich wollte jetzt nämlich gerade eben sagen, haben wir nicht einen der Kleckser mit der höchsten Reichweite? Hatte mich jetzt krass gewundert, dass der uns auf unsere maximalen Distanz killen konnte. Naja, egal. Färben wir hier noch ein bisschen. Du stehst im Weg! Das passiert mir so oft, dass ich in die Richtung färben will, dass ich dann Verbündete einfach vorsteht und ich einfach die ganze Zeit nur gegen den schieße. Okay, zum Glück hat der noch schlechter geschossen als ich und ich habe schon richtig schlecht geschossen. Da wird den Kill geklaut. Egal. Boah, jetzt steht er schon wieder vor mich. Das ist sogar derselbe. So, damit da keiner hoch kann. So, da haben wir unserem Teammate mal gezeigt, wo der steht. Wow, da oben gegengeworfen, dein Ernst. Ja gut, weg mit dem. Der hat uns unsere hohe Reichweite schon was geholfen. Ja, ich finde ihn nicht schlecht. Also vielleicht für diesen Modus nicht so geeignet, um mega viele Punkte zu sammeln. Aber die Reichweite von dem Profi-Kleckser ist doch nicht zu unterschätzen. Kann halt Gegner gut auf Distanz halten. Und auch gut killen. Wie gesagt, wir werden damit jetzt keine Punkterekorde aufstellen. Aber wir sind für unser Team... Ja, das, wir sind genauso nützlich wie mit einer, wenn wir so viel färben würden. Ich wollte gerade schon sagen, dass Nikki Troll da unten hat den Disconnector, aber hatte der gar nicht. Der hat nämlich Punkte gehabt, der war einfach nur mega schlecht. Also 300 Punkte, kein Kill, keine Spezialwaffe eingesetzt. Mit einem Roller, wo man wirklich, also auch wenn man nicht zielen kann oder sonst irgendwas, einfach Schusstaste gedrückt halten und ein bisschen vorwärts laufen, dann kriegst du halt auch einer halben Minute die 300 Punkte zusammen. Ich weiß nicht, was der die restlichen 2,5 Minuten gemacht hat. Also du kriegst halt in den ersten paar Sekunden des Matches eigentlich mit einem Roller die 300 Punkte zusammen, wenn du anfängst, die Map zu färben, bevor du dann das erste Mal auf Gegner triffst. Der kann ja seitdem, scheint er sich ja nicht mehr aus seiner Map rausgewagt zu haben. Aus seiner Map vor allem, aus seiner Hälfte, wie auch immer, aus seiner Base. Aber disconnected ist er nicht. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt schon wieder den Ladescreen durchgequatscht habe, weil ich es jedes Mal wieder verpeile, dass ich da ja eigentlich cutten will. Aber gut, wenn ich durchquatsche, dann gibt es den Ladescreen halt auch, weil sonst werde ich halt mitten im Satz irgendwie gecuttet oder so. Dann fehlt euch die Hälfte des Satzes. Ist auch scheiße. Also weiter. Färben, färben, färben. Färben, färben, färben. Das war so klar. In dem Moment, in dem der runtergesprungen ist, wusste ich, ich bin tot. Weil wir konnten halt nicht mehr wegschwimmen, denn wir waren auf einem Gitter. Und im, ja, kurzer Distanzkampf sind wir halt nun mal klar im Rückstand.
Und die haben die bessere Position. Das gefällt mir nicht. Hä? Wurde das gebufft? Irgendwie? Ja, jetzt Mimi. Ja, fick dich. Oh. Ich gebe noch an, weil ich jemanden mit einer Aimbot-Waffe gekillt habe. Da würde ich jetzt nicht, da braucht man jetzt nicht für angeben, weil das ist jetzt keine große Leistung, dass er damit irgendwie jemanden gekillt hat. Ich komme nicht weg, Mann! Ah! Okay, das wird wieder mal eine dieser unfassbaren Demütigungen. Irgendwie scheint es in Splatoon nur unausgeglichene Matchmakings zu geben. Kann das eigentlich sein? Also eben stehen wir das komplette Match lang an deren Base. Und jetzt stehen die das komplette Match lang an unserer Base. Und ich komme halt nicht weg. Immerhin konnte ich kurzzeitig... Es hilft ja auch nichts. Unser Team kann halt nichts. Wenn unser Team was könnte, dann würden wir halt nicht so weit hinten liegen. Ich habe jetzt halt gerade... Ich denke halt dann immer so ein bisschen, okay, du schaffst es jetzt nicht mehr aus der Ecke hier raus, dann ziehst du jetzt immerhin zwei Gegner auf dich. Weil dann hat unser Team ja eigentlich einen Vorteil. Denn, naja, es ist ja so, du bist hier nur einer, der jetzt nicht färben kann, aber aus dem Gegnerteam sind es ja dann zwei, die nicht färben können. Und damit sollte das ja eigentlich zu deinem Vorteil werden. Aber wenn dein Team halt die Situation nicht nutzt, dann bringt dir das alles auch nichts. Wieso sind wir eigentlich immer noch in Gefahr? Ich habe gerade bis zur Gegnerbase gefärbt. Team, was tut ihr eigentlich? Warum schwimmt er jetzt hier rechts lang? Hier ist alles lila. Es geht ums Färben, nicht ums Gegnerkehren. Der schwimmt jetzt straight auf die Gegner zu. Was hat denn der vorgehabt? Weißt du, wir haben hier links eine riesige lilane Fläche, oder lila vor allem, eine riesige magentafarbene Fläche, die von uns eingefärbt werden muss. Und der schwimmt diesen Weg hier lang bis zum Gegner. Und ich guck mal da vorne die Gegner, ich schwimme da jetzt hin, damit ich die Gegner gehen kann. Und hat hier diese riesige Fläche zu färben und vielleicht noch ein paar Punkte zu machen. Es gibt so viele Leute, die diesen Modus nicht verstehen. Dieses Spiel einfach nicht verstehen. Und was ist das niedrigste Level bei uns aktuell in der Lobby? Kann man das jetzt schon sehen? Ja, das war der Sneaky Troll, ne? Ja, kein Wunder. Jetzt verstehe ich auch, warum er im letzten Match schon nur 300 Punkte hat und keinen Kill. Weil er das Spiel einfach nicht versteht. Er versteht nicht, dass es ums Färben geht. Wenn er einfach jetzt einmal durchgerannt wäre, eben hätte er seine Punkte verdoppeln können, aber stattdessen schwimmt er da rechts lang und sucht den nächsten Gegner. Eigentlich wäre der Part eben schon vorbei gewesen, glaube ich. Ich versuche jetzt aber mal pro Part vielleicht ein Match mehr zu machen, weil durch das ganze Cutten, habe ich jetzt gemerkt, sind die Parts halt nicht mehr 25 Minuten durchschnittlich lang, sondern durchschnittlich nur 15 Minuten lang. Da merkt man erstmal, wie unfassbar viel Zeit wir, also wir haben halt ein Drittel des Parts normalerweise im Ladescreen verbracht. So extrem lang sind hier die Lobby-Wartezeiten. Das ist nicht so toll. Und ja, seitdem ich halt die Parts ein bisschen zusammencutte, beziehungsweise nicht zusammencutte, sondern halt, ja, die Ladescreens rausschneide. Warum konzentrieren sich Gegner eigentlich immer nur auf mich? Mit solchen sowas. Ja, seitdem sind die Parts halt dann sehr, sehr kurz und dementsprechend versuche ich einfach mal nicht mehr unsere üblichen 4 Matches, sondern 5 Matches vielleicht in eine Runde zu bringen. So, jetzt würde ich hier hochschwimmen, um dann in Wirklichkeit hier lang zu kommen. Falls der Gegner, der mich markiert hat, oder allgemein die Gegner sehen es ja, wenn ich markiert bin, also alle, nicht nur der eine, uns im Auge behalten hat, aber ich glaube, der ist in der Zeit gestorben. Dass ich den ein bisschen verarschen konnte. Ja gut, da konnten wir unsere Reichweite mal nutzen, wobei ich mich gewundert habe, dass der so eine große Reichweite hatte. Hm.
Ah, da oben ist schon wieder die Zunini gewesen. Das ist doch der einzige Level 20 plus Typ und... Oh, jetzt ist das... Oh, ich krieg langsam das Kotzen von dem Spiel. Wir sind am Führen, wir sind am Dominieren, wir können das Ding endlich mal gewinnen. Und dann geht einer von uns AFK. Und schon gewinnen die Gegner. Ist das dein fucking Ernst, Mann? Das ist doch... Das regt doch einfach nur auf. Oh, ich bin so genervt von den scheiß Drecksteams aus dem Rangkampf eben. Und dann will ich jetzt endlich mein Erfolgserlebnis hier feiern und könnte endlich mal gewinnen. Und dann geht einfach ein Typ kurz bevor wir gewonnen haben AFK und das gegnerische Team gewinnt das noch. Oh, das ist doch so zum Kotzen, ey. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Mann! Ja, was heißt, was rufst du hierher, hierher, hierher? Es geht ums Färben. Schön, dass die Gegner bei dir sind. Dann ist ja gerade gut, dass ich hier bin. Oh, Team! Euer fucking Ernst? Nein, nein, mitgenommen, ey. Moin, ey, ich könnte so kotzen. Das Ding hätten wir so locker gewonnen und dann geht der fuck Vollidiot einfach AFK und wir verlieren das Ding noch haushoch. Gott! Ich bin nur noch am Verlieren in dem Scheißspiel. Das ist nie meine Schuld. Ich sag mal nicht, das ist nie meine Schuld, aber... Ich würde nicht sagen, dass ich der Hauptschuldige bin. Ich bin der beste Typ im Team. Da unten. 262 fucking Punkte. Im letzten Runde hatten wir auch einen 300-Punkte-Typen im Team. Oh, das ist halt wie wenn man 3 gegen 4 spielt. Und dann kann man, egal wie gut man spielt, das Ding nicht mehr drehen.